Hey Leute, meine draußen, ich bin's Jan. Ich bin Steffen. Und herzlich willkommen zum zweiten Teil von Pack War. Wenn ihr noch nicht gesehen habt, wie wir die Packs geöffnet haben, guckt auf jeden Fall beim Video vom Freitag vorbei. Da seht ihr, welche Karten wir gezogen haben. Und dann viel Spaß beim Spiel. Ja. Okay Leute, wir sind jetzt beim Spiel angekommen. Ich werde anfangen und zwar greife ich an mit meinem Mittelfeldspieler von FC Arsenal. Dann verteidige ich mit meinem Verteidiger von Zenit St. Petersburg. Ich habe Jack Wilshere 69. Ist der so schlecht? Ich habe Crescito mit 74, das heißt der erste Punkt geht an mich. Dann greife ich an mit meinem Wolfsburger Stürmer. Dann verteidige ich mit meinem Abwehrspieler vom FC Bayern München. Ich habe die selbsternannte Legende Niklas Bentner mit 68. Der Lord. Und ich habe Bernard 75. Das heißt 1:1. Wie kann man Bentner verlieren? Also wirklich nicht. Eigentlich müsste der 120 haben. Ja. Dann greife ich an mit meinem Wolfsburger Angreifer. Ich auch. Vielleicht auch der Lord. Ja, vielleicht. Dann verteidige ich mit meinem Paris Saint-Germain Torhüter. Ich habe Max Kruse 73. Und ich habe Kevin Trapp mit 80. Okay, 2:1. Dann verteidige ich mit meinem Verteidiger von Arsenal. Dann greife ich an mit meinem Angreifer von Paris Saint-Germain. Ich habe Per Mertesacker mit 74. Und ich habe Starspieler Edison Cavani mit 82. Der Punkt geht an dich. Ja. Und dann verteidige ich mit meinem Abwehrspieler von Manchester United. Dann greife ich an mit meinem Gladbacher Mittelfeldspieler. Ich habe Plind 74. Und ich habe Duokarte André Hahn und Hazard mit 75. Nein. Knapp aber für mich. Dann verteidige ich mit meinem Torhüter von Galatasaray Istanbul. Dann greife ich an mit meinem Stürmer von Juve. Ich habe hier Fernando Muslera mit 81. Und ich habe Zaza oder Zaza mit 69. Das heißt 4-2. Wieder mein Punkt. Dann greife ich an mit meinem Mittelfeldspieler von Chelsea. Und ich verteidige mit meinem Mittelfeldspieler von Zenit. Ich habe William mit 76. Ja, ich habe hier meinen schlechtesten Spieler Yusupov mit 64. Okay. Dann verteidige ich mit meinem Juventus-Turin-Verteidiger. Ich greife an mit meinem Angreifer von Arsenal. Ich habe Duokarte Lichtsteiner und Evra mit 83. Und ich habe Starspieler Alexis Sanchez mit 86. Das ist dein Punkt, leider. Dann verteidige ich mit meinem Mittelfeldspieler von Paris Saint-Germain. Was machst du? Verteidigen. Dann greife ich an mit meinem Juventus Mittelfeldspieler. Ich habe Matuidi 90 Matchwinner. Ich habe Khedira mit 60. Ja, okay. Ich muss beide Punkte machen, um noch zu gewinnen, aber ich glaube, das kriege ich nicht hin. Dann verteidige ich mit meinem Abwehrspieler von Sevilla. Dann greife ich an mit meinem Stürmer von Manchester City. Ich habe Rami 71. Okay, der Punkt geht an mich. Ich habe Aguero mit 87. Ja, und somit habe ich verloren. Und dann die letzte Runde. Ich verteidige mit meinem Leverkusener Torhüter. Ja, dann muss ich angreifen mit meinem Porto Mittelfeldspieler. Ich habe Bernd Leno, wer denn sonst 82. Und ich habe Duokarte, Herrera und Ibula 74. Damit geht das Spiel an mich und deine Karten müssen dran glauben und werden jetzt weggebombt. Und ja. Warum geht das nicht?
So Leute, so sieht's also danach aus. Hier diese Reste vom Böller. Dann sehe ich hier schon, Rami sieht ganz okay aus. Also da hinten liegen auch noch, da war der Böller. Da hinten liegen auch noch Karten und da sind sogar Karten da oben auf den Tisch gelandet. Also Rami sieht ganz okay aus. Dann habe ich hier, es ist blind. Von vorne sieht er okay aus, von hinten. Der war wahrscheinlich direkt beim Böller, aber es scheint nur Dreck zu sein. Dann hier PSG. Das ist unser Matchwinner Matuidi, aber der sieht sehr gut aus. Das ist wichtig eigentlich. Dann hier Böller. Und dann Alexis, oh mein Gott. Alexis Sanchez hat anscheinend ein bisschen zu viel Hitze abbekommen. Mein Böller. Der ist am Arsch. Dann, ja, der auch, hier an der Ecke, ach du Scheiße, was haben wir hier noch, Cavani, der sieht ganz gut aus, dann haben wir hier, wer ist das, Wilshire, hier, sieht man, der ist so knickt, hier sieht man die Knicke, also Knicke, aber nicht so schlimm wie bei den anderen. Hier oben haben wir dann noch, oh, Bernard, den hat auch erwischt. Bernard. Dann haben wir noch Zaza. Den auch hier leichten Knick. Oh Gott. Aber die, einige sind ganz gut erhalten geblieben. Warte, dann mache ich das mal so. Bernard mache ich hier rüber. Und wen haben wir da drüben? Yusupov. Oh ja, der ist wie blind. Aber es scheint auch überwiegend Dreck zu sein. Und dann hier um die Ecke haben wir noch Max Kruse. Aber der sieht eigentlich ganz okay aus. So, Kruse mache ich hier hin. Der kann auch dahin. Und dann nehme ich hier diese Verbrannten. Also am Ende haben es die meisten überlebt. Da bin ich eigentlich ganz zufrieden. Mit zumindest das auch Matuidi, dass er überlebt hat, das ist das Wichtigste. Okay Leute, die Bestrafung habt ihr jetzt gesehen, wie die Karten durch die Gegend geflogen sind und so. Die meisten haben es hier überlebt, manche nicht, so wie Alexis Sanchez leider, einer meiner besten Karten. Oder hier Bernard hat hat auch eine Ecke verloren. Dann hier noch die Duo-Karte. Ja, und hier ein paar, und hier hinten sind noch ein bisschen dreckig. Also, nicht so geil auf jeden Fall. Aber ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert. Schreibt in die Kommentare noch andere Bestrafungsideen. Und dann haut rein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.